Kreuzweg der Liebesflamme. 13. April 2001, Karfreitag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Mutter Gottes, meine Kinder, folgt meinem göttlichen Sohn Jesus Christus. Auf seinem Kreuzweg mit demütiger Seele und reuevollem Herzen. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus empfängt das ungerechte Urteil des Pilatus sanftmütig und schweigend. Auch euch treffen unbegründete Beschuldigungen, ungerechte Behauptungen. Verhaltet ihr euch dann auch wie Jesus? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter, um das Erlösungswerk nach dem Willen des Vaters zu erfüllen. Sucht und verwirklicht ihr in eurem Leben den heiligen Willen Gottes oder euren egoistischen Willen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen.
gekreuzigter Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus fällt auf dem Kreuzweg zum ersten Mal. Auch ihr geht euren Lebensweg oft stolpernd. Blick auf meinen Jesus. Und schöpft Kraft daraus für eure Anstrengungen. Schöpft Kraft zum Ertragen eurer Leiden aus dem heiligsten Herzen Jesu. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Begegnung mit mir ist stets eine Quelle neuer Kraft. Ist sie auch für euch eine Kraftquelle und schätzt ihr diese? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus nahm die Hilfe von Simon gerne an. Die wohlgemeinte Hilfe kommt immer gelegen. Besonders zu Zeiten der Leiden und Prüfungen. Wie helft ihr anderen? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Veronikas große Liebe bewirkt ihre Hilfsbereitschaft. Wie dient ihr eure Mitmenschen? Seht ihr in ihnen das Ebenbild Gottes? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünden, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr fallt immer wieder in eure Gewohnheitssünden und beichtet vom Neuen die gleichen Sünden und Fehler. Es ist für den Menschen nicht leicht, sich selbst zu formen und zu erziehen. Doch es ist nicht unmöglich. Ein fester Entschluss und Willenskraft sind dazu nötig, und dass dies alles von der Gnade durchdrungen werde. Strebt Tag für Tag nach dem Guten. Ihr müsst es wirklich wollen, besser zu werden. Wie steht ihr nach einem Sündenfall auf? Gibt es in eurem Leben einen Neuanfang? Lasst euch durch den Geist der Liebe, durch meine Liebesflamme, erneuern. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Beweint nicht das grüne Holz, sondern euch selbst und eure Kinder. Betet, sühnt und tut Buße wegen eurer Sünden und der eurer Mitmenschen. Sie sollen euch von Herzen leid tun. Bereut aufrichtig eure Sünden und beweint sie. Haltet ihr regelmäßig Gewissenserforschung und beichtet ihr wenigstens einmal monatlich, damit euch Jesu kostbares Blut im Sakrament der Buße reinwasche. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel.
Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 9. Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Tagtäglich fällt er immer wieder in die Sünde und macht hierbei die Erfahrung, wie schwer es ist, auf dem Weg der Wahrheit zu wandeln. Wendet ihr euch bei Schwierigkeiten und Problemen sowie in Leid und in der Krankheit vertrauensvoll an den barmherzigen Gott? Wenn das Vertrauen und die Demut von der Reue begleitet wird, dann hebt euch Jesu Barmherzigkeit wieder auf. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Entblößt steht Jesus in seiner heiligen Reinheit da und schämt sich vor der sündigen Menschenmenge. Haltet ihr all das für heilig, was Gott heilig schuf und so will? Ist für euch die Reinheit, die Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit vor allem anderen der größte Schatz? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wenn Gott etwas offenbart und die Kirche mit der Anerkennung noch wartet oder dies prüft, sich dazu jedoch nicht äußert, dann ist das fast ein Zustand des Gekreuzigtseins für all jene, die an diese himmlische Offenbarung glauben. Jegliches Gekreuzigtsein ist viel Schmerz und Tränen verbunden. Mit je größerer Liebe und Hingabe ihr euer Leid aufopfert,
umso fruchtbringender wird es. Lebt in euch die lebt in euch die hingebungsvolle, die sühnende Liebe. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Tod des Lebens brachte für jeden Menschen das in Christus erneuerte Leben, damit ihr durch ihn teilnehmen könnt am ewigen Leben. Erkennt ihr wirklich die Lehren und Wahrheiten des katholischen Glaubens? Erwartet ihr wirklich das ewige Leben? Bemüht ihr euch, eure Denkweise und euer ganzes irdisches Leben danach zu richten? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Tod, die Trennung, die Beerdigung bringen Schmerz und Leid. Der eingeborene Sohn Gottes, Jesus Christus, erlöste die Menschheit von der todbringenden Macht der Sünde durch die Annahme des Leidens und des Todes. Glaubt ihr daran, dass der Tod der Beginn des ewigen Lebens ist? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 14. Station.
Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Beerdigung darf nicht der Beginn des Vergessens sein. Wenn die so wäre, dann war die Liebe nicht echt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Gelobt sei Jesus Christus. Zielbekehrung der armen Sünder. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die göttliche Liebe entzündet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens.
Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürfen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme,
jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ewiger Vater, durch das schmerzvolle und unbefleckte Herz Mariens opfern wir das kostbare Blut und die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seele zu heilen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, um die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Mein Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit, durch die Verdienste deiner heiligen Wunden um des kostbaren Blutes willen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wenn Jesus uns frei macht, dann werden wir wirklich frei. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, bitte, erbarme dich unser.
Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Jesus, erbarme dich unser. Jesus, heile uns. Jesus, rette uns. Jesus, befreie uns. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Rosenkranz der Einheit, bleibt in meiner Liebe. Johannes 15, 9-12. Wie mich der Vater geliebt hat, so hab auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Mein himmlischer Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus, durch unseren König der Barmherzigkeit, sende uns deinen Heiligen Geist. Öffne unser Herz in deiner großen Barmherzigkeit. Verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen. Erneuere unsere Herzen. Im Glauben, in Frieden, in Liebe. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria. Unsere Königin der Barmherzigkeit, um in dir und mit dir eins zu bleiben. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. In deiner großen Barmherzigkeit verzeih uns unsere Sünden. Heile unsere Schwächen, erneuere unsere Herzen, um in dir eins zu sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, bitte, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, bitte, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, bitte, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, bitte, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, bitte, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, schaue auf die Tränen jener, die dich auf Erden am meisten geliebt und dich am innigsten liebt im Himmel. O Jesus, erhöre unsere Bitte. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitte. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitte. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitte. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitte. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitte. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitte. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitte. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitte. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, erhöre unsere Bitten. Um der Bluttränen, deiner heiligsten Mutter willen, die sie für uns aufopfert. O Jesus, schau auf die Bluttränen jener. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Höre Israel, unser Herr und Gott ist der einzige Gott. Unser Herr Jesus Christus, erhöre unser Gebet. Wir bitten dich, hilf der ganzen Welt, dich zu erkennen, zu ehren und zu lieben. Jungfrau Maria, unsere Königin der Barmherzigkeit, steh uns bei, bitte, für uns Sünder. Ihr alle Heiligen, besonders ihr Heilige unserer Heimat, alle Engel, steht uns bei, bittet für uns. Heiliger Erzengel Michael, kämpfe bitte für uns. Gnadenreiches Jesulein, Kleinkönig der heiligen Liebe, erbarme dich unser. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Der heiligen Birgitta. 12. Gebet Christi, blutende Wunden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. O Jesus, du strahlend. Gebete der heiligen Birgitta,
12. Gebet Christi, blutende Wunden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Jesus, du strahlendes Bild der Wahrheit, Zeichen der Einigkeit und Band der Liebe. Gedenke der zahllosen Wunden, die deinen ganzen Leib bedeckten und ihn mit deinem heiligsten Blute färbten. Gedenke der unbegreiflichen Leiden, die du in deinem reinsten Leibe für uns erduldet hast. Jesus, schreibe mit deinem kostbaren Blut. Was hättest du noch ferner tun sollen, was du nicht getan hast? Bitte dich, o gütigster Jesus, schreibe mit deinem kostbaren Blute alle diese Wunden in mein Herz, damit ich deinen Schmerz und deinen Tod darin allzeit lese und in treuer Dankbarkeit dafür bis zum Ende verharre. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Jesus, Sohn Gottes, geboren aus Maria, der Jungfrau, zum Heile der Menschen gekreuzigt. Nun im Himmel herrschen, erbarme dich unser. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.